Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute geht es um den 13. Tag des Ereignisses, das wir aktuell am Start haben, und zwar die Geheimnisse von Azeroth. Und ja, für die Leute, die das jetzt hier nicht kennen, es gibt da ein Achievement und dafür müssen wir quasi alle Tage einmal abklappern und am Ende können wir einen Mount und einen Titel einheimsen. Wenn ihr einen von den anderen Tagen noch nicht quasi absolviert habt, müsst ihr chronologisch von vorne anfangen. Dazu habe ich in der Infobox alle Videos verlinkt, dann könnt ihr eins nach dem anderen euch anschauen und dementsprechend dann, wenn ihr auf demselben Stand seid, dieses hier quasi nochmal aufrufen. Gut, soweit zum Vorgeplänkel, dann würde ich sagen, schauen wir in das kleine Guide-Video rein. Dann schauen wir uns jetzt das Rätsel von Tag 13 an und dazu sind wir wieder in der altbekannten Gaststätte und zwar gerösteter Geißbock hier in Waldracken. Und jetzt müssen wir mal nicht mit dem Bobby quatschen, sondern mit dem Titris, oder wie der heißt, hier in der Gaststätte. Und das ist nämlich der Gastwirt. Und mit dem quatschen wir und wir kriegen dann wieder einen kleinen Hinweis. Und den können wir uns jetzt einmal angucken, was wir da Schönes machen müssen. Also, dieser Hinweis sagt uns jetzt, dass wir einmal in das Sturmschleier oder zum Sturmschleier-Gipfel müssen. Und der befindet sich hier oben, ne? Also das hier ist der Sturmschleiergipfel. Ich bin jetzt etwa bei den Koordinaten 50, 80, so in etwa. Und wir sollen in verschiedene Höhlen rein, um Hinweise zu finden auf eine Kugel. Und ja, ich bin jetzt hier in der kleinen Höhle. Also ihr seht, hier kann man so hochlaufen. Und wenn wir da reinlaufen und unsere Fackel dabei haben, können wir hier hinten, also das hier, ne, da kann ich was anklicken. Und das musste ich aber mit der Fackel aufmachen. Also ihr braucht auf jeden Fall die Fackel von Pyrit. Die müsst ihr aktivieren. Und im Optimalfall habt ihr auch hier die Götze von Onara drauf, dass ihr natürlich hierher geführt werdet. Das Ding klicken wir jetzt an. Und das sagt uns jetzt Koordinaten. Also wir müssen jetzt quasi hier die Denkkappe einsetzen und dann auf die Koordinaten minus 7 und 9 laufen. Und das machen wir jetzt. So, Dalla, ich bin jetzt dem Hinweis gefolgt. Die Götze ist jetzt hier auch angeschlagen. Gut, ich bin jetzt bei minus 7 und 8, aber es ist vollkommen egal. Das hat mich nur in die Richtung gebracht. Und hier haben wir jetzt ein vergrabenes Objekt. Und ich zeige euch mal auf der Map, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich auf den Koordinaten 49, 79. Und das ist hier unten an dem Baum dran. Und das können wir jetzt quasi einmal anklicken. Und da kriegen wir jetzt ein Stück der Kugel von Radmus raus. Und ich glaube, wir brauchen drei Stücke und dann haben wir das zusammen. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen weg. Hier oben hatten wir die Höhle und direkt hier unten an dem Baum ist das Teil dran. So, Dalla, jetzt bin ich bei der nächsten Höhle und zwar ist die jetzt am anderen Ende des Tals, hier auf den Koordinaten 47, 78 und da haben wir jetzt quasi ja, die große Höhle hier quasi in der Mitte. Da hinten ist die kleine, wo wir gerade waren. Auf der anderen Seite ist jetzt die andere kleine und wenn wir hier reingehen, dann leuchtet unsere Fackel gleich wieder, beziehungsweise ihr seht da hinten schon, da hat jemand schon das nächste Teil quasi angeklickt, beziehungsweise ich muss jetzt meine Fackel von Pyrit wieder rausholen, fackelt das auf, klickt das an und jetzt haben wir die nächsten Koordinaten. Jetzt setzen wir quasi die Denkkappe wieder ein und jetzt müssen wir von der Position aus auf minus 7 und minus 14 und das machen wir jetzt mal. Juti, ich habe das nächste Teil gefunden, das ist jetzt hier an so einem Abhang. Und da sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 45, 79. Und ja, da haben wir quasi wieder ein vergrabenes Objekt. Das können wir anklicken. Und da haben wir das zweite Teil drin. Also die Höhle, wo wir eben waren, ich fliege jetzt vielleicht mal hin. Die war hier oben und hier unten müsst ihr hin. Ne? Also es ist ein paar Meter weg. Das ist jetzt nicht weit. So, jetzt sind wir an dem nächsten Spot mit dem Hinweis. Und zwar bin ich jetzt hier bei den Koordinaten 48, 76. Und das ist in der großen Höhle drin. Also ihr seht, hier ist diese große Höhle, ne, die in der Mitte ist zwischen den zwei kleinen. Da hinten ist die eine kleine und da ist die andere kleine Höhle. Wir sind jetzt hier in der Mitte und wenn ihr in die große Höhle reingeht, dann müsst ihr quasi unten bleiben und ins Wasser rein. Und dann könnt ihr mit der Fackel hier quasi wieder so eine Tafel aufmachen. Da haben wir dann wieder Koordinaten. Da haben wir 15 und minus 11. Da setzen wir jetzt wieder die Denkkappe ein. Setzen wir quasi wieder auf 0,0 und jetzt gehen wir auf 15 und minus 11. So, Dalla, jetzt bin ich am letzten Spot und zwar
sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 50, 78. Und dort sind wir jetzt quasi hier aus der Höhle rausgelaufen. Und da haben wir es bei diesem kleinen Gebüsch stehen. Hier haben wir das Ding. Das können wir anklicken und dann haben wir das letzte Stück. Ich fliege jetzt mal kurz nochmal hoch. Ne? Also, hier ist das erste. Da war die erste Höhle. Da unten haben wir das Teil gelootet. Dann hier ist die große Höhle in die Mitte rein. Da haben wir hinten das Ding gelootet. Und hier ist die kleine Höhle und da haben wir es da vorne gelootet. Ne? Also, dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Das ist alles sehr, sehr nah zusammen. Gut, jetzt haben wir alle Teile und die können wir jetzt einmal zusammenfügen. Und wenn wir die zusammengefügt haben, kriegen wir eine Quest. Und diese Quest können wir anscheinend in Waldracken wieder beim Gastwirt abgeben. Und das machen wir jetzt mal. Juti zurück einmal im Gasthaus. Wir geben das Ding ab. Auf den Inseln. Und tada, damit haben wir eine merkwürdige Kugel. Und ihr seht, jetzt brauchen wir nur noch ein einziges. Also das ist das letzte. Und dann sollte es das Mount geben. Ach, schau mal, der Typ ist jetzt da hinten drin verschwunden in dem Ding. Da können wir nämlich mit Verbeugen rein. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas drin passiert, aber ich vermute ehrlich gesagt nicht. Also ich denke mal, wir sind für den Tag jetzt einmal durch. Und ja, dann würde ich sagen, können wir weiter gucken. Damit sind wir durch mit dem Rätsel für den 13. Tag. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als mich zu verabschieden. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.